Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wolf Aqua, dein Kanal rund um die Themen Hortikultur, Aquaponik und Aquakultur. Und in diesem Video zeige ich euch, wie der Stickstoffkreislauf in einem Aquaponik-System funktioniert. Und los geht's! Unsere Atmosphäre besteht zu 78% aus elementarem Stickstoff, also N2. Der natürliche Weg, diesen gasförmigen Stickstoff für Pflanzen verfügbar zu machen, ist über eine Symbiose zwischen Bakterien und bestimmten Pflanzen, den Leguminosen, möglich. Oder, wenn organisches Material verrottet, findet ein Prozess namens Ammonifikation statt, wobei Teile der organischen Masse zu Ammonium umgewandelt werden. Wir Menschen haben aber auch einen Weg gefunden, aus der Luft den Stickstoff zu fixieren, nämlich mit dem sogenannten Haber-Bosch-Verfahren, wo mit hohen Drücken und Temperaturen Ammoniak entsteht, welcher dann wiederum zu Pflanzendünger umgewandelt werden kann. In Pflanzen und im Allgemeinen in der Umwelt ist Stickstoff ein wichtiger Makronährstoff. Wir finden ihn zum Beispiel in Proteinen oder genauer genommen in Aminosäuren. In einem Aquaponik- oder Aquakultursystem findet man den Stickstoff vor allem in Proteinen im Futtermittel wieder. Wenn wir unsere Fische füttern, wird ein Teil des Proteins in körpereigene Masse umgesetzt. Der Stickstoff wird aber nicht zu 100% aufgenommen und wird teilweise über die Exkremente ausgeschieden. Die stickstoffhaltigen Endprodukte aus dem Stoffwechsel im Fisch ist unter anderem Harnstoff und Ammonium bzw. Ammoniak, je nach pH-Wert. Der pH-Wert beeinflusst hier das chemische Gleichgewicht zwischen Ammonium und Ammoniak. Haben wir einen pH-Wert unter 7, liegt deutlich mehr Ammonium vor als Ammoniak. Haben wir einen pH-Wert über 7 und deutlich höher als 7, verschiebt sich das Gleichgewicht Richtung Ammoniak. Wer hier etwas tiefer einsteigen möchte, dem rate ich dazu, sich einmal die pKs-Werte von Ammoniak anzuschauen, um zu sehen, wann das Gleichgewicht sich ändert. Ammonium und Ammoniak sollten beide idealerweise nicht nachweisbar sein im Wasser, weil das die Fische schädigen und sogar töten kann. Wie zuvor erwähnt, scheiden die Fische aber auch Harnstoff aus und dieser wird durch ein Enzym, der Urease, zu Ammonium und Kohlenstoffdioxid gespalten. Dieses Enzym wird von Mikroorganismen produziert. Mikroorganismen haben eine Schlüsselfunktion im Stickstoffkreislauf. Sie verstoffwechseln das Ammonium und wandeln es im ersten Schritt zu Nitrit und dann im zweiten Schritt zu Nitrat um, welches dann von unseren Pflanzen aufgenommen werden kann. Einen Nitratmangel erkennt man daran, wenn die Pflanzen von unten nach oben hin gelb werden. Denn Stickstoff ist in der Pflanze mobil und so sorgt die Pflanze dafür, dass am Vegetationspunkt genug Stickstoff vorhanden ist. Der Vorgang von Ammonium über Nitrit zu Nitrat wird als Nitrifikation bezeichnet und findet in einer aeroben Umgebung statt. Aerob heißt, dass freier Sauerstoff in der Umgebung vorhanden ist. Wenn wir nun aber Nitrat haben und es liegt kein Sauerstoff vor, können Mikroorganismen auch diesen wieder verstoffwechseln. Ohne Sauerstoff wird dann die Umgebung als anaerob bezeichnet. Die Mikroorganismen verwenden dann den Sauerstoff aus Nitrat oder Nitrit zusammen mit einer Kohlenstoffquelle und wandeln ihn um zu elementaren Stickstoff N2. Dieser Prozess wird als Denitrifikation oder Nitratatmung bezeichnet. Dabei können aber auch andere Gase entstehen, wie zum Beispiel N2O, also Lachgas. Die Nitrifikation als auch die Denitrifikation wird nicht von einem einzelnen Bakterium durchgeführt, sondern von einer ganzen Gruppe. Die Mikroorganismen für den Schritt von Ammonium zu Nitrit werden als Nitrosomonas bezeichnet und für den Schritt von Nitrit zu Nitrat als Nitrobakter. Diese Mikroorganismen sind ubiquitär verbreitet und kommen also überall vor. Bis sie sich allerdings vollständig etabliert haben, können gut 6 Wochen vergehen. Und deshalb ist es ja ratsam, wenn man ein System komplett neu hochfährt, den Biofilter bereits einige Wochen vorher gestartet zu haben. Wie man den Biofilter vorher startet, dazu habe ich bereits ein Video gemacht und ich verlinke es euch hier oben in der Infokarte. Im Biofilter stellen wir ausreichend Oberfläche zur Verfügung, damit sich genug Mikroorganismen ansiedeln können, um den Stickstoffkreislauf zu vollziehen. Wir wollen in der Regel dafür sorgen, dass immer genug Sauerstoff im Biofilter vorhanden ist, damit das Nitrat von den Pflanzen aufgenommen werden kann und nicht zu elementarem Stickstoff umgewandelt wird. Und so funktioniert der Stickstoffkreislauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet was davon lernen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, postet es einfach in die Kommentare unter dem Video. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, liked und auch die Glocke läutet. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei dem nächsten Video. Und ciao!